Hallo und herzlich willkommen. Hier ist eure Veronika Philippova von Berlin Fernsehen. Heute vom Lesbisch-Schwulen-Straßenfest in Berlin-Schöneberg. Und ich habe heute hier an meiner Seite zwei starre, hübsche Männer von Lulu FM. Das ist ein Radio, sowohl online als auch Antenne. Und von den beiden habe ich heute hier den Daniel. Und den Frank. Genau. Daniel, ich fange mal kurz mit dir an. Schön, dich kennenzulernen. Ja. Danke, dass du dir für uns Zeit nimmst. Ich habe gehört, Lulu ist seit 4 Jahren online und seit einem Jahr auch über Antenne. Über welche Frequenz finde ich euch? Nicht über Frequenz, sondern also über Digitalradio. Über also digital. Wir sind auf der Digitalantenne über DAB Plus sind wir seit 1.10. auf Sendung in Berlin, Brandenburg und Hamburg. Und ja, inzwischen auch ausgeweitet aufs Rhein-Main-Gebiet und ja, andere Städte sind in Planung, wir arbeiten dran, das Netz so schnell wie möglich zu erweitern. Ich verstehe. Und du hast es ja auch auf deinem T-Shirt stehen, Game Music Station. Ja. Was unterscheidet einen schwulen Radiosender von den anderen? Ja, selbstverständlich unterscheidet uns oder unser Sender, dass wir eine andere Zielgruppe haben, dass wir eben genau die LGBTI-Community, schwul, lesbisch, trans, queer, ne, die ganze Community, die ganze Family ansprechen wollen. Und ja, es ist im Grunde genommen, gibt es so ein Radio in der Form noch nicht. Ne? Also wir sind wirklich die Ersten, die über das Digitalradionetz unsere Zielgruppe auch wirklich ansprechen wollen. Und das eben nicht nur mit Musik, sondern auch wirklich mit Themen, mit Inhalten. Ne? Also es geht nicht einfach nur darum, eine Platte nach der nächsten laufen zu lassen, sondern auch wirklich die Themen auszuwählen, die interessant für unsere Zielgruppe sind. Ob das jetzt politische Themen sind, ob das bunte Themen sind, einfach alle Themen, die irgendwie unsere Community ansprechen. Das ist natürlich auch das Weltgeschehen, aber wir arbeiten natürlich auch tagesaktuell Themen aus, die unsere Leute ansprechen. Und welche Funktion hast du jetzt bei Lulu FM? Wofür darf ich dich verantwortlich machen? Verantwortlich machen? Naja, also ich bin im Grunde genommen Team, ich mach die Moderation, ich mach Redaktion, gut, Marketing arbeiten wir gerade dran. Also im Grunde genommen bin ich ja Mitgründer, ne? Also der Frank hat das Ganze auf die Beine gestellt und wir in unserem kleinen Team arbeiten wir jetzt sehr stark. Wo bist du denn her? Und ja, das ist unsere Mission. Wir wollen das. Das ist sehr spannend. Das war jetzt hier vom Stand Lulu FM auf dem lesbisch-schwulen Straßenfest. Wir gehen jetzt auch ein bisschen weiter schauen, gucken, was gibt es hier noch so für euch. Fragen mal, vielleicht finden wir noch ein paar Empfehlungen, Geheimtipp, Insiderwissen. Ich bin ganz gespannt und freue mich, wenn ihr uns begleitet. Wenn, sagen wir so, wenn der Freund euch nicht heute.